Ich weiß auch nicht. Ständig laufen wir irgendwas hinterher. Tja, Bullenschicksal, mein Lieber. Kennst du das nicht? Ich meine, hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass es woanders immer irgendwie besser ist? Ja, eigentlich immer, wenn ich mit dir unterwegs bin. Ich finde, das hast du schön gesagt. Du bist eine echte Hilfe, Ina. Und du, mein Lieber, bist viel zu jung dafür. Wofür? Für eine Midlife-Crisis. Nee, Moment mal, ich bin 39. Das perfekte Alter für eine ausgewachsene Midlife-Crisis. Andere waren in meinem Alter schon tot. Ja, Rockstars vielleicht. Die hatten aber auch ein exzessives Leben. Partys, Drogen, Frauen, wilder Sex. Rockstars? Und du bist bloß ein langweiliger Polizist. Du aber auch. Ja. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be... Du willst sie doch nicht im Ernst einen Porsche kaufen? Nein, ich doch nicht. Ein Kumpel von mir, der hat sich einen bestellt und der ist ein Jahr jünger als ich. Ja, ja. Morgen. Tag. Sie liegt da drin auf dem Boden. Und wie ist der Name? Sie haben die Tote nicht nach Papieren... Nein, ich hab nichts angerührt. Ja, das war richtig. Sonst was? Nachbarn haben Schüsse gehört. Wie viel? Ist schon gut. Zwei Nachbarn haben hier einen Schuss gehört. Einer sagt, es waren zwei, der war sich aber nicht so sicher. Danke. Das ist dein erster Tag und gleich ein Banküberfall mit Geiselnahme. Am Schreibtisch sitzen kannst du noch lange genug. Naja, ich dachte nur, weil... Bleib mal hier, das ist schon okay. Tschüss. Das ist Solveig. Alles klar. Ich danke Ihnen. Wiederhören. Also die Fürsorge schickt jemanden, aber das kann ein paar Stunden dauern. Ja, bis dahin. Mal wir so sehen. Habt ihr was gefunden? Ja. Allerdings. Das ist die Praktikumsbeurteilung, die ich für Sie geschrieben habe. So. Das hast du dir verdient. Ich wette, du wirst eine richtig gute Polizistin. Danke. Tschüss. Tschüss. Und die war sehr gut, soweit ich mich erinnere. Und ich hatte die Beurteilung aus Versehen zerknüllt und sich dann erschossen. Nimmst du sie mit? So. Da drüben steckt ein Projektil. Hier. Einer der Nachbarn hat zwei Schüsse gehört. Aber wenn sie zuerst hier hingeschossen hat, dann muss sie eine verdammt schlechte Schützin gewesen sein. Ina hat recht. Keine Mutter schießt sich eine Kugel im Kopf, während ihr Kind im Nebenzimmer liegt. Solveigs Eltern sind beide im Juli 2000 gestorben. Vielleicht ein Unfall. Hat sie Geschwister? Ja. Sie hat einen Bruder, Sven, geboren 1992. Hab aber keine Meldeadresse. Der Todeszeitpunkt liegt vermutlich zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr. Das würde auch mit den Aussagen der Nachbarn übereinstimmen. Die haben die Schüsse so gegen 9.30 Uhr gehört. Schmauchspur? Ja, an ihrer rechten Hand und an ihrer Kleidung. Und das Projektil, das im Regal steckte, das stammt aus ihrer Dienstwaffe. Und die Kugel, die sie getötet hat? Auch. Trotzdem spricht einiges, wie wir schon vermutet haben, gegen einen Suizid. Guckt euch das mal an. Hier. Bei dem Einschusswinkel hätte ihre Hand völlig unnatürlich verdreht sein müssen. Ungefähr so. Ich meine, die lag doch auch schon so komisch da. Das heißt, jemand hat sie erschossen, die Waffe in die Hand gedrückt, dann die Kugel ins Regal geschossen, damit wir Schmauchspuren finden und das Ganze nach Selbstmord aussieht. Kein Mord ohne Motiv, also... Ich fahre in die Polizeihochschule.
Könnte mir vorstellen, dass Kollege Becker einiges zu erzählen hat. Er und Zorbel waren befreundet, vielleicht sogar mehr als das. Keine Sorge, ich tue ihm schon nichts. Gut, Ina, du fährst mit. Und du, Patrick, du versuchst, was über die Eltern rauszubekommen und versuchst, den Bruder rauszufinden. Und ich, Ja, du. So, vorsichtig. Gut, alles, was du brauchst, ist hier drin, okay? Fläschchen, Windeln und so weiter. Und wenn irgendwas ist, dann rufst du mich an, okay? Tschüss. So. Und was machen wir zwei Hübschen jetzt, hm? Lach nicht. Wie lange ist das her, dass wir in so einem Laden waren, ne? Wenn du willst, dass ich mir uralt vorkomme, dann machen wir weiter so. Ja, hast du in all den Jahren nie drüber nachgedacht, mal was anderes zu machen? In all den Jahren? Sag mal, willst du mich komplett fertig machen? Nein, im Ernst. Als du deine Babypause gemacht hast, hast du da deinen Job vermisst? Wie war das? Wieso? Willst du eine Babypause machen? Warum denn nicht? Also erstens, weil du überhaupt kein Baby hast. Kriegst du ein Baby? Du kriegst ein Baby. Also im Moment ist so geplant, dass Leni den Teil übernimmt. Oh, Ian, oh, ist das schön. Was ist denn los? Freust du dich nicht? Doch, klar, natürlich. Ist es nicht von dir? Ja, sicher ist es. Darum geht's doch nicht. Worum geht's denn dann? Ja, du weißt doch, wie es ist. Heute ist noch alles in Ordnung und... Morgen macht das Schicksal dann die Augen zu, dreht sich einmal im Kreis, zeigt mit dem Finger auf dich und sagt, du bist raus. Hm? Jan, jetzt pass mal auf. Mein Ausbilder hat immer Folgendes gesagt. Es gibt zwei Arten von Polizisten, die werden nicht alt. Die einen, die sich für unsterblich halten, und die anderen, die anfangen, darüber nachzudenken, dass sie es nicht sind. Was war Soldek für einer? Das weiß ich nicht. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Und jetzt freu dich mal, das ist doch sensationell! Hey, Dr. Maybach, Schwester Ina. Hallo. Braucht ihr wieder Hilfe bei einem Banküberfall? Ah, nee, ihr wollt euch bedanken. Solbreg ist tot. Was? Was hast du gesagt? Sag mal, willst du mich verarschen? Hä? Wir haben sie erschossen aufgefunden in ihrer Wohnung. Der Tatwaffe in der Hand. Wie Selbstmord, oder was? Sieht erstmal so aus, ja. Nee, das kann nicht sein. Das würde Solveig niemals tun. Wie geht's, Lucy? Wie geht's dem Baby? Der Kleinen geht es gut. Es wird für sie gesorgt. Aber warum soll sie sich dann umbringen? Sie muss sich um ihr Kind kümmern. Wir fragen uns auch, warum sie das getan hat. Wo warst du denn gestern zwischen 9 und 10? Vincent. Vincent, ich hab dich was gefragt. Vincent? Hey! Hey! Der ist noch nicht da. Wie bitte? Wann? Wann ist das passiert? Nein, ich kümmere mich drum. Ja, danke.
hältst du ihn nicht an? Wenn er Solveig umgebracht hätte, wäre er nicht abgehauen. Das hätte er locker ausgesessen. Was hast du jetzt vor? Ich will wissen, was er vorhat. Ajo, es gibt Neuigkeiten. Wow, steht dir gut, die Kleine. Hör mal. Sag mal, 25. Juli 2000, sagt dir das was? Das ist das Datum, an dem in Paris die Concorde abgestürzt ist. Das eigentlich Tragische kommt noch. Solvas Eltern waren zwar nicht an Bord, aber die Maschine ist auf ein kleines Hotel gestürzt. Und Solvas Eltern haben ausgerechnet in diesem Hotel ihren Hochzeitstag gefeiert. Krass, oder? Patrick, ich hatte vorhin einen Anruf aus Namibia. Mein Vater? Was will denn der alte Stuckkopf? Ja. Sag nicht, der hat schon wieder Mist gebaut. Dein Vater hatte einen Unfall. Er ist tot. Hast du schon wieder irgendeine krumme Nummer von ihm? Nein, nein. Das war ein offizieller Anruf der Polizei. Dein Vater wird in 3 Tagen beerdigt. So, kommst du an Trautschke? In seinem Büro. Danke. Wenn ich dir irgendwie... Guten Tag, mein Name ist Progalla von der Fürsorge. Sie haben ein Baby für mich? Ja. Komm ich gerade ungelegen? Nein, nein, darf ich? Du bist ja eine süße Maus. Die Mutter ist tot? Ja. Und der Vater? Unbekannt. Ich bringe sie raus. Danke. Irgendwas weiß, wieso haut er dann ab, anstatt uns zu helfen? Immerhin ist er Polizist. Den Zeitpunkt nicht aussuchen. Aber ihr hattet wenigstens noch Zeit, euch kennenzulernen. Ich war in das Krankenhaus, in dem Solveig entbunden hat. Ich will rausfinden, wer der Vater von der Kleinen ist. Ich kann mich noch gut an sie erinnern. Sie wollte das Mädchen Lucy taufen. Sagen Sie, war der Vater denn bei der Geburt dabei? Nein, aber ehrlich gesagt sind wir manchmal ganz froh, wenn die Väter nicht mitkommen. Hat der Vater Solveig denn nach der Geburt besucht? Einmal war einer da, der hat einen riesen Blumenstrauß mitgebracht. Am nächsten Tag ist sie nach Hause. Können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, wie dieser Mann aussah? Oder hat er sich irgendwo eingetragen? Okay. Dankeschön. Was soll der umgebracht? Ja, was redest du für einen Scheiß? Bist du drauf? Was soll der Scheiß? Hör auf jetzt! Hör auf! Gut, Mann! Vincent,
Vincent Becker ist im Vernehmungsraum. Ist irgendwas? Solvi ihre Beurteilung bekommen hat, war sie total deprimiert. Warum? War halt so. Es war immer so bei ihr. Immer wenn sie jemand gelobt hat, hat sie so lange drin rumgemäkelt, bis du am Ende gedacht hast, die Leute haben sich getäuscht. Sie konnte damit einfach nicht umgehen. Es war mir schon klar, dass ihr das nicht versteht. Sie war völlig überfordert, ja, der Job, Lucy ist... Jetzt pass mal auf, du bist da vorhin rein und hast dich auf Solvigs Bruder gestürzt wie ein Wahnsinniger. Ich will wissen, warum du so sicher bist, dass er sie umgebracht hat. Willst du das wirklich wissen, ja? Oder willst du nur hören, was du sowieso schon denkst? Nachdem ihre Eltern gestorben sind, hat Solvig versucht, der Ersatzmama für Sven zu spielen. Es ging auch ganz gut am Anfang und dann wurde sie auch noch schwanger. Von wem? War nicht dabei. Ach komm, Vince. Sie erzählt ihre ganze Lebensgeschichte und genau den Punkt lässt sie aus. Wenn sie es mir hätte erzählen wollen, hätte sie es mir erzählt, okay? Und du hast sie natürlich auch nicht gefragt. Es gab keinen Grund, oder? Na, auf jeden Fall wurde sie schwanger und dann wurde natürlich immer alles gut. Weißt du, wer der Vater ist, ja oder nein? Sie war schwanger und dann? Ja, Sven hat natürlich gleich die Schule geschmissen, hat sich nur noch um sich selbst gekümmert. Ach nee, und um Lucy. Die hat er ja geliebt. Hat immer auf sie aufgepasst. Jetzt Solvig sich den Arsch aufgerissen hat in der Schule. Und dann eines Abends, ja? Kommt Solvig nach Hause und Sven sitzt da völlig zugedröhnt mit ein paar anderen Drogis. Und Lucy liegt in ihrem Bett, neben ihr eine halbleere Flasche Wodka. Warum hat sie ihn nicht rausgeschmissen? Ja, sie hat ihm gesagt, dass sie ihn anzeigt, wenn er nicht aufhört mit der Scheiße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das einfach hat gefallen lassen. Pass mal auf. Seit ihre Eltern tot sind, kümmert sie sich um ihren Bruder. Das schmeißt er nicht so einfach raus oder zeigst ihn an. Naja, und dann... Als er wieder nüchtern war, hat er natürlich gesagt, kommt nie wieder vor, ich kümmere mich wieder um Lucy. Das ist wieder so blöd, ihm zu glauben. Aus welchem Grund soll Sven denn seine Schwester umgebracht haben? Ich weiß nur, dass er immer völlig aus der Spur gelaufen ist, wenn er die scheiß Drogen genommen hat. Das reicht nicht. Das reicht nicht, Vince. Ja, das reicht nicht, das reicht nicht. Wenn wir hier rumsitzen, was passiert dann, hä? Gar nichts. Setz dich hin. Wir müssen doch jetzt mal irgendwas machen. Setz dich hin, Vince! Das ist keine Teambesprechung, das ist ein Verhör. Ich will genauso wie ihr rausfinden, wer der Mörder war, ja? Ja, aber nicht als Polizist. Mann! Nach der Nummer kommst du in keinem Kommissariat mehr unter. Dann bleibt mir wenigstens der Spaß, und arroganter Fatzke zu werden wie du, ne? Ja. Kommst du, Patrick? Patrick. Ich bring doch nicht meine Schwester um. Vielleicht wollte sie einfach nicht zuschauen, wie du dich mit Drogen vollpumpst. Und sie hat dir gedroht, dich anzuzeigen. Quatsch. Solvig hätte nie... ein vorbestrafter Bruder. Scheiße. Ich bring doch nicht meine Schwester um. Wieso ist das so kalt hier drin? Vielleicht war ja das Leben des Bruders wichtiger als ihre Karriere. Wichtig? Wichtig war nur ihr scheiß Job. Sie musste ein Kind versorgen. Sie konnte es sich nicht leisten, dich einfach so gehen zu lassen. Es hat dir niemand befohlen, sich anbumsen zu lassen, ja? Wer ist denn der Vater von Lucy? Weiß ich doch nicht. Und ich will es auch gar nicht wissen. Wer hat sich denn die ganze Zeit um Lucy gekümmert, während sie eine hier auf... Superpolizistin, ha? Das ist Scheiße. Meine Jacke. Meine Jacke. Weswegen hattet ihr beide Streit? Wir hatten keinen Streit. Ich wollte nur, dass sie mich in Ruhe lässt.
In Ruhe mit deinen Pillen, oder was? Ist eben besser, sich wegzuballern, als seine Eltern in der Glotze beim Verbrennen zuzuschauen, ja? Also, wir kennen deine Schwester. Und es war bestimmt schwer für sie zu verarbeiten, dass ihre Eltern tot sind. Scheiße, jetzt hat sie verarbeitet, ja? Nicht? Setz dich hier hin. Ich kann nicht immer alles ausritzen. So wie es soll. Woher kommen die Schmauchspuren an deiner Hand? Ich war gestern Nacht mit ein paar Typen unterwegs. Aus Berlin. Der eine jedenfalls. Glaub ich. Der eine hatte eine Pistole. Wir sind in den Park oder Wald gefahren. Haben rumgeballert. War cool. Das hat doch keinen Zweck. Also diese Geschichte mit der Ballerei im Wald ist mit Abstand das dünnste Alibi, was ich seit langem gehört habe. Vielleicht genau deshalb war. Was meinst du dazu? Entschuldigung. Auf jeden Fall bleibt er heute Nacht hier. Ich will nochmal mit ihm sprechen. Den habe ich nach Hause geschickt. Was, du hast ihn einfach gehen lassen? Ja, auch wenn es ein harter Schlag für dich ist. Also der Typ ist eine tickende Zeitbombe. Was ist, wenn er nochmal so eine Nummer abzieht? Das wird er nicht. Und das weißt du natürlich. Hör mal, ich habe... Ja, ich weiß, du hast ein Problem mit dir. Darum geht's doch gar Jan. Nicht. Jan, wir haben hier einen Mord aufzuklären. Ja. Danke. Mein lieber Sohn, ich kann nicht glauben, wie lange es her ist, seit du hier warst. Längst hätte ich deine Briefe beantworten müssen. Aber wenn ich dir sage, warum ich es nicht getan habe, wirst du stolz auf mich sein. Vor einem Monat habe ich das erste AIDS-Waisenhaus eröffnet. Aber keine Angst, diesmal habe ich niemanden erpresst, um das Geld dafür zu bekommen. Erinnerst du dich, wie ich erzählt habe, dass die Dinge in Afrika zu dir kommen und du sie nicht suchen musst? Genauso ist es gewesen. Dass ich nicht im Gefängnis gesessen habe, als das Glück zu mir gekommen ist, habe ich deinem Dickschädel zu verdanken. Deshalb ist es zur Hälfte auch dein Waisenhaus. Es heißt San Diego. Täglich kommen neue Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Hier ist ihre letzte Hoffnung und ich versuche, für sie da zu sein. Vielleicht ist es der Versuch, wieder gut zu machen, was ich bei dir versäumt habe. Aber spielt das eine Rolle? Für diese Jungen und Mädchen sicher nicht. Da unsere Mission jetzt schon aus allen Nähten platzt, reise ich morgen nach Swakopmund, um über den Bau eines zweiten Hauses zu verhandeln. Du hast mir einen Traum erfüllt und diesen Kindern eine Zukunft gegeben. Du hast ihre Leben gerettet und meins. Gott beschütze dich dafür. In Liebe, dein Vater. Papa? Patrick ist hier. Hallo? Wo ist es? No. I'm his son. Yeah, I know. All right, thank you. Thank you.
Solveig und Sven haben von der Fluggesellschaft 60.000 Euro Schadenersatz zugesprochen bekommen. Also die Angehörigen der Passagiere, die haben ihre Entschädigungszahlung natürlich längst erhalten. Aber bei den Eltern von Sven und Solveig liegt der Fall ein bisschen anders. Die waren quasi nur indirekt betroffen. Indirekt tot, sozusagen. Versicherungstechnisch. Weil nicht im Flugzeug, sondern nur im Hotel. Auf jeden Fall haben die beiden vor 2 Wochen die Zusage für die Zahlung erhalten. 30.000 Euro für jeden. Und heute Morgen wurde das Geld gutgeschrieben. Ja, weil Sven nicht volljährig ist. Ja, ohne Solvegs Zustimmung nie ans Geld gekommen. Ja, und nach allem, was wir wissen, hätte Solveig ihm das Geld auch nie gegeben. Weil er es wahrscheinlich ja doch nur für Drogen rausgeschmissen hätte. Also Sven rastet aus, es kommt zum Streit. Er schnappt sich ihre Pistole und bedroht sie damit. Plötzlich löst sich ein Schuss und trifft Solveig. Er legt die Waffe in die Hand seiner Schwester, schießt damit ins Regal, damit wir die Schmorspuren finden. Ja, das klingt sehr gut, aber wir können es ihm nicht beweisen. Sag mal, ist Patrick eigentlich schon da? Ich glaube, der kümmert sich um seinen Flug. Wir haben uns gestritten. Ich weiß nicht mehr wann, ein paar Tagen. Ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Ich bin irgendwann abgehauen. Ich wollte nur weg, Bagger. Ich bin zufällig in Kevin reingerannt. In irgendeinem Schuppen. Kevin? Kevin Lloyd? Lucys Vater. Ich denke, Sie kannten den Vater gar nicht. Natürlich kenne ich ihn. Solveig hat ihn vor 2 Jahren kennengelernt. Am Anfang war auch voll okay. Aber dann, der Typ ist Choleriker. Wenn dem was nicht passt, dann dreht er durch und knallt dir ein. Solveig hat sogar später herausgefunden, dass er wegen Körperverletzung vorbestraft ist. Ha. Hat der Solveig auch geschlagen? Einmal. Er hat sich ständig eingeredet, sie macht mit anderen Kerlen rum. Da hat er ja eine geballert. Und sie hat ihn rausgeschmissen. Und wenn sie nicht von ihm schwanger gewesen wäre, hätte sie ihn auch angezeigt. Aber er wusste, dass das Kind von ihm ist. Nein. Nach allem, was passiert war, wollte sie auch nicht, dass er der Kleinen jemals zu nahe kommt. Und als sie Kevin getroffen haben, haben sie ihm von Lucy erzählt. Und haben ihm gesagt, dass er der Vater ist. Ja. Und von dem Geld. Ich dachte, er würde... Ich wollte doch, dass... Ich wollte, dass Solveig sich auch mal scheiße fühlt und nicht immer so tut, als wäre nichts. Und warum erzählen Sie das erst jetzt? Ich schuld bin, dass sie jetzt tot ist. Wenn ich nicht mit dem Arschloch geredet hätte, wäre das doch nicht passiert. Herr Voigt? Micha, machst du mal eben weiter hier? Hallo, was kann ich für Sie tun? Fipo Leipzig, würden Sie bitte mal mitkommen? Ich bin gleich wieder da. Kümmert sich jetzt um all das. Und vor allem um die Kinder, wenn er nicht mehr da ist. Hat sich denn vorher um die Kinder gekümmert? Niemand. So, wir sind jetzt soweit. Heute ist im Vernehmungszimmer. Ich komme. Hajo?
Kann ich das Verhör bitte mit dir machen? Bist du sicher? Das ist vielleicht mein letztes. Komm. Was soll denn das jetzt heißen? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir warten auf die Ergebnisse von dem Schmauchspurentest oder Sie machen gleich ein Geschenk. Ja, ich habe Sauerwerk bedroht. Ich habe auch mit der Dienstwaffe geschossen. Stimmt. Das war auch richtig so. Wie hätten Sie denn reagiert, wenn Sie plötzlich erfahren, hey, du hast seit 4 Monaten ein Kind. Die Mutter hat aber nicht vor, es dir zu sagen. Wo ist sie überhaupt? Hä? Hinter der Scheibe da? Jetzt hast du endlich, was du wolltest. Ich geh zurück im Bau und du hast mein Kind ganz für dich alleine. Hey, Schluss jetzt mit der Show. Hinsetzen. Mit wem reden Sie da? Der hat eine Schlampe, die mich angezeigt hat. Diese Schlampe ist tot. Was soll das denn jetzt? Hä? Ist das so ein Psychotrick oder was? Sollwerk ist nicht tot. Deswegen bin ich nicht der eine zu ballern. Wo ist mein Kind? Wo ist mein Kind? Ist nicht dein Kind. Ist nicht mein Kind. Das ist nicht mein Kind? Da hat dein Bruder aber was ganz anderes gesagt. Ich warne dich. Ich hau dir so in die Fresse, dass du nicht mehr weißt, wie die Mutter unten ist. Okay, du willst deine Tochter sehen? Dann geh und mach eine Therapie. Du hast sie nicht unter Kontrolle, Kevin. Und solange du in der tickenden Zeitbombe bist, wirst du der Kleinen nicht zu nahe kommen. Suchst du das hier? Ja? Suchst du das hier? Ich geh jetzt da rein. Ich warne, ich will mein Kind nicht wegnehmen. Nur über meine Leiche. Du kannst mir mein Kind nicht wegnehmen. Du hattest kein Recht dazu. Vielleicht nicht das Recht, aber die Pflicht. Ja! Ich habe einen einzigen Schuss abgegeben. Ich habe ja wohl noch ein Recht, mein Kind zu sehen, oder nicht? Um der Kleinen das selber anzutun wie ihrem dreijährigen Sohn aus erster Ehe. Schau dir ruhig mal an die Fotos. Ich hab gesagt, du sollst dir die scheiß Bilder angucken! Patrick, dein Sohn fast umgebracht! Patrick, lass das! Das war ein Versehen! Ein Versehen, ja? Ja? Patrick, lass das! Dass du ihn nicht im Krankenhaus besuchen warst, war es auch ein Versehen? Und dass du Sollwerk von der ganzen Geschichte nichts erzählt hast, alles Versehen oder was? Ich hab Therapie gemacht, ich bin nicht mehr so. Ich wollte nicht, dass Sollwerk denkt, dass ich... Sie wollten an das Geld ran, das Solveig und damit auch Lucy bekommen sollte. Das ist nicht wahr. Sie mit ihren cholerischen Ausbrüchen, da geraten die Dinge manchmal durcheinander. Halt die Fresse, ja? Lass! Sie haben Solveig erschossen. Und haben es dann so aussehen lassen, als wäre es ein Selbstmord. Richtig? Falsch. Ich weiß auch nicht, warum ich in die Wand geschossen habe. Ich war einfach so wütend. Der Versager. Der ist der Einzige, der am Ende übrig bleibt. Glaubst du, dass Solveig so denken würde? Oder auch deine Eltern? Was passiert jetzt mit ihrer Wohnung? Mit ihren Sachen? Das hast du jetzt zu entscheiden. Du kannst alles verkaufen und dich so richtig zudröhnen. Oder aber du lässt die Finger von den Drogen, holst dein Abi nach und lebst so, wie es sich Solveig und auch deine Eltern für dich gewünscht haben. Und Lucy? Ja, die kommt zu einer Pflegefamilie. In einem Jahr bist du volljährig und dann kannst du die Vormundschaft beantragen. Ich bleib sauber, ich weiß. Richtig. Danke für alles. Von dem Bereich. Nochmal zurück. Hm? Störe ich? Ich wollte mich nur bedanken. Das haben Sie schon am Telefon gemacht. Ja, ja, aber bei dir. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich echt ziemliche Scheiße gebaut mit Solveigs Bruder. Aber echt eine Stunde, bevor sie erschossen wurde, habe ich noch mit ihr telefoniert.
Sie war in der Bank und wollte Bescheid sagen, dass sie später in die Schule kommt. Ich meine, mit den 30.000, da hätte sie sich endlich eine Tagesmutter leisten können und wäre nicht mal auf Sven angewiesen. Naja, und das Nächste, was ich dann höre, ist, dass du mir sagst, dass sie tot ist. Und dann willst du auch noch wissen, wo ich zur Tatzeit war. Und ich war einfach... Naja. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, in nächster Zeit professioneller zu sein. Und könntest du mir vielleicht eine neue Beurteilung schreiben? Das wäre echt cool, weil ich habe die andere irgendwie echt verloren. Ja, danke. Ja. Tja. Ja, ich habe gleich gesagt, dass der Junge in Ordnung ist. Ich wollte nur, dass ihr das ne, selber rausfindet. Was ist denn los? Stimmt was nicht? Ich glaube, wir haben einen riesen Fehler gemacht. Vince hat doch gerade erzählt, dass er eine Stunde vor Solveigs Tod noch mit ihr telefoniert hat. Da war sie in der Bank. Wegen dieser Versicherungszahlung, ja. Richtig. Danach ist sie kurz nach Hause und wollte danach sofort in die Schule. Der war in der Wohnung, als Solveig erschossen wurde. Um auf die Kleine aufzupassen. Ja. Solveig ist dann nach Hause, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. War es aber nicht. Kannst du mir verdammt nochmal sagen, was du da tust? Ich hab dich gewarnt, Sven. Dann klingelt es an der Tür. Kevin Voigt. Der von Sven erfahren hat, dass Solveig ein Kind von ihm hat. Sven in seinem vollgedröhnten Zustand, voller Pillen, wenn der mitkriegt, dass in der Wohnung geschossen wird, ich meine, das ist doch alles möglich. Auf geht's. Was war das? Krankenwagen. Färberstraße 18. Okay, beeil dich. Es ist soweit. Sag mal, ist das nicht ein bisschen viel Gepäck für die paar Tage?
Ich glaube, ich komme nicht zurück, Ina. So ein Quatsch. Ich muss die Arbeit von meinem Papa weitermachen. Das wäre sonst alles umsonst gewesen. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Wieso weiß ich das denn nicht? Du wirst mir fehlen. Du mir auch. Mensch. Sagt der Obersesselfurzer zu mir. Pass auf die auf. Und lass dich nicht von den Löwen auffressen. Hm? Mach dir keine Sorgen. Mein Papa hat gesagt, ich bin eh zu dürr. Komm, ich fahr dich noch zum Flughafen. Lass mal. Nimm mir ein Taxi. Ich fängst auch an zu heulen vor allen Leuten. Das wäre doch auch peinlich, oder? Alles klar. Komm, ich mal besuchen, okay? Passt auf euch auf. Mach's gut. Ich hab euch lieb. Bis in 3 Monaten. Ständig laufen wir irgendwas hinterher. Tja, Bullenschicksal, mein Lieber. Kennst du das nicht? Ich meine, hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass es woanders immer irgendwie besser ist? Ja, eigentlich immer, wenn ich mit dir unterwegs bin. Ich finde, das hast du schön gesagt. Du bist eine echte Hilfe, Ina. Und du, mein Lieber, bist viel zu jung dafür. Wofür? Für eine Midlife-Crisis. Nee, Moment mal, ich bin 39. Das perfekte Alter für eine ausgewachsene Midlife-Crisis. Andere waren in meinem Alter schon tot. Ja, Rockstars vielleicht. Aber auch ein exzessives Leben. Partys, Drogen, Frauen, wilder Sex. Rockstars? Und du bist bloß ein langweiliger Polizist. Du aber auch? Ja. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool. Du willst sie doch nicht im Ernst einen Porsche kaufen? Nein, ich doch nicht. Ein Kumpel von mir, der hat sich einen bestellt und der ist ein Jahr jünger als ich. Ja, ja. Morgen. Tag. Sie liegt da drin auf dem Boden. Und wie ist der Name? Sie haben die Tote nicht nach Papieren... Nein, ich hab nichts angerührt. Ja, das war richtig. Sonst was? Nachbarn haben Schüsse gehört. Wie viel? Ist schon gut. Zwei Nachbarn haben hier einen Schuss gehört. Einer sagt, es waren zwei, der war sich aber nicht so sicher. Danke. Ina? Ich wollte nur fragen, vielleicht kann ich euch begleiten.
dachten, ich könnte euch beim Recherchieren helfen. Machst du Witze? Das ist dein erster Tag und gleich ein Banküberfall mit Geiselnahme. Am Schreibtisch sitzen kannst du noch lange genug. Naja, ich dachte nur, weil... Bleib doch mal hier, das ist schon okay. Tschüss. Das ist Solveig. Alles klar. Ich danke Ihnen. Wiederhören. Also die Fürsorge schickt jemanden, aber das kann ein paar Stunden dauern. Ja, bis dahin. Mal hier so sehen. Gefunden? Ja. Allerdings. Das ist die Praktikumsbeurteilung, die ich für Sie geschrieben habe. So. Das hast du dir verdient. Ich wette, du wirst eine richtig gute Polizistin. Danke. Tschüss. Tschüss. Und die war sehr gut, soweit ich mich erinnere. Ich hatte die Beurteilung aus Versehen zerknüllt und sich dann erschossen. Nimmst du sie mit? So. Da drüben steckt ein Projektil. Hier. Einer der Nachbarn hat zwei Schüsse gehört. Aber wenn sie zuerst hier hingeschossen hat, dann muss sie eine verdammt schlechte Schützin gewesen sein. Ina hat recht. Keine Mutter schießt sich eine Kugel im Kopf, während ihr Kind im Nebenzimmer liegt. Solveigs Eltern sind beide im Juli 2000 gestorben. Vielleicht ein Unfall. Hat sie Geschwister? Ja. Sie hat einen Bruder, Sven, geboren 1992. Hab aber keine Meldeadresse. Der Todeszeitpunkt liegt vermutlich zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr. Das würde auch mit den Aussagen der Nachbarn übereinstimmen. Die haben die Schüsse so gegen 9.30 Uhr gehört. Schmauchspur? Ja, an ihrer rechten Hand und an ihrer Kleidung. Und das Projektil, das im Regal steckte, das stammt aus ihrer Dienstwaffe. Und die Kugel, die sie getötet hat? Auch. Trotzdem spricht einiges, wie wir schon vermutet haben, gegen einen Suizid. Guckt euch das mal an. Hier. Bei dem Einschusswinkel hätte ihre Hand völlig unnatürlich verdreht sein müssen. Ungefähr so. Ich meine, die lag doch auch schon so komisch da. Das heißt, jemand hat sie erschossen, die Waffe in die Hand gedrückt, dann die Kugel ins Regal geschossen, damit wir Schmauchspuren finden und das Ganze nach Selbstmord aussieht. Kein Mord ohne Motiv, also... Ich fahre in die Polizeihochschule. Ich könnte mir vorstellen, dass Kollege Becker einiges zu erzählen hat. Er und Zorbel waren befreundet, vielleicht sogar mehr als das. Keine Sorge, ich tue mich schon nichts. Gut, Ina, du fährst mit. Und du, Patrick, du versuchst, was über die Eltern rauszubekommen und versuchst, den Bruder rauszufinden. Und ich, Ja, du... So, vorsichtig. Und alles, was du brauchst, ist hier drin, okay? Fläschchen, Windeln und so weiter. Und wenn irgendwas ist, dann rufst du mich an, okay? Tschüss. So. Und was machen wir zwei Hübschen jetzt? Hm? Na ja, auch das noch. Lach nicht. Wie lange ist das her, dass wir in so einem Laden waren? Hm? Also wenn du willst, dass ich mir uralt vorkomme, dann machen wir weiter so. Ja, hast du in all den Jahren nie darüber nachgedacht, mal was anderes zu machen? In all den Jahren? Sag mal, willst du mich komplett fertig machen? Nein, im Ernst. Als du deine Babypause gemacht hast, hast du da deinen Job vermisst? Wie war das? Wieso? Willst du eine Babypause machen? Warum denn nicht? Also erstens, weil du überhaupt kein Baby hast. Ein Baby?
Du kriegst ein Baby. Also im Moment ist so geplant, dass Leni den Teil übernimmt. Oh, oh. Ian, oh, ist das schön. Was ist denn los? Freust du dich nicht? Doch, klar, natürlich. Ist es nicht von dir? Ja, sicher ist es. Darum geht's doch nicht. Worum geht's denn dann? Ja, du weißt doch, wie es ist. Heute ist noch alles in Ordnung und morgen macht das Schicksal dann die Augen zu, dreht sich einmal im Kreis, zeigt mit dem Finger auf dich und sagt, du bist raus. Hm? Jan, jetzt pass mal auf. Mein Ausbilder hat immer Folgendes gesagt. Es gibt zwei Arten von Polizisten, die werden nicht alt. Die einen, die sich für unsterblich halten und die anderen, die anfangen, darüber nachzudenken, dass sie es nicht sind. Was war Soldek für einer? Das weiß ich nicht. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Und jetzt freu dich mal, das ist doch sensationell! Hey, Dr. Maybach, Schwester Ina. Hallo. Braucht ihr wieder Hilfe bei einem Banküberfall? Ah, nee, ihr wollt euch bedanken. Soldek ist tot. Was? Was hast du gesagt? Sag mal, willst du mich verarschen? Hä? Wir haben sie erschossen aufgefunden in ihrer Wohnung. Mit der Tatwaffe in der Hand. Wie Selbstmord, oder was? Sieht erstmal so aus, ja. Nee, das kann nicht sein. Das würde Solveig niemals tun. Wie geht's, Lucy? Wie geht's dem Baby? Der Kleinen geht es gut. Es wird für sie gesorgt. Aber warum sollte sie sich dann umbringen? Sie muss sich um ihr Kind kümmern. Wir fragen uns auch, warum sie das getan hat. Wo warst du denn gestern zwischen 9 und 10? Vincent. Vincent, ich hab dich was gefragt. Vincent? Hey! Hey! Der ist noch nicht da. Wie bitte? Wann? Wann ist das passiert? Nein, ich kümmere mich drum. Ja, danke. Wieso hältst du ihn nicht an? Wenn er Solveig umgebracht hätte, wäre er nicht abgehauen. Das hätte er locker ausgesessen. Was hast du jetzt vor? Ich will wissen, was er vorhat. Ajo, es gibt Neuigkeiten. Wow, steht dir gut, die Kleine. Hör mal. Sag mal, 25. Juli 2000, sagt dir das was? Das ist das Datum, an dem in Paris die Concorde abgestürzt ist. Das eigentlich Tragische kommt noch. Solveigs Eltern waren zwar nicht an Bord, aber die Maschine ist auf ein kleines Hotel gestürzt. Und Solveigs Eltern haben ausgerechnet in diesem Hotel ihren Hochzeitstag gefeiert. Krass, oder? Patrick, ich hatte vorhin einen Anruf aus Namibia. Mein Vater? Was will denn der alte Stuckkopf? Ja. Sag nicht, der hat schon wieder Mist gebaut. Dein Vater hatte einen Unfall. Er ist tot. Hast du schon wieder irgendeine krumme Nummer von ihm? Nein. Das war ein offizieller Anruf der Polizei. Dein Vater wird in 3 Tagen beerdigt. So, kommst du an, Trautschke? In seinem Büro. Danke. Wenn ich dir irgendwie... Guten Tag, mein Name ist Progalla von der Fürsorge. Sie haben ein Baby für mich? Ja. Kommt gerade
Nein, nein, darf ich? Ja, das ist das Baby. Na, du bist ja eine süße Maus. Mutter ist tot? Ja. Und der Vater? Unbekannt. Was weiß, wieso haut er dann ab, anstatt uns zu helfen? Immerhin ist er Polizist. Den Zeitpunkt nicht aussuchen. Aber ihr hattet wenigstens noch Zeit, euch kennenzulernen. Ich war in das Krankenhaus, in dem Solveig entbunden hat. Ich will rausfinden, wer der Vater von der Kleinen ist. Ich kann mich noch gut an sie erinnern. Sie wollte das Mädchen Lucy taufen. Sag sie, war der Vater denn bei der Geburt dabei? Nein, aber ehrlich gesagt sind wir manchmal ganz froh, wenn die Väter nicht mitkommen. Hat der Vater Solveig denn nach der Geburt besucht? Einmal war einer da, der hat einen riesen Blumenstrauß mitgebracht. Am nächsten Tag ist sie nach Hause. Ja. Können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, wie dieser Mann aussah? Oder hat er sich irgendwo eingetragen? Okay. Dankeschön. Was soll der umgebracht? Ja, was redest du für einen Scheiß? Bist du drauf? Was soll der Scheiß? Hör auf jetzt! Hör auf! Gut, Mann! Hör auf, stehen! Stehen bleiben, Polizei! Vincent Becker ist im Vernehmungsraum. Ist irgendwas? Soll wir ihre Beurteilung bekommen hat, war sie total deprimiert. Warum? War halt so. Es war immer so bei ihr. Immer wenn sie jemand gelobt hat, hat sie so lange drin rumgemäkelt, bis du am Ende gedacht hast, die Leute haben sich getäuscht. Sie konnte damit einfach nicht umgehen. Es war mir schon klar, dass ihr das nicht versteht. Sie war völlig überfordert, ja, der Job, Lucy ist... Jetzt pass mal auf, du bist da vorhin rein und hast dich auf Solveigs Bruder gestürzt wie ein Wahnsinniger. Ich will wissen, warum du so sicher bist, dass er sie umgebracht hat. Willst du das wirklich wissen, ja? Oder willst du nur hören, was du sowieso schon denkst?
Nachdem ihre Eltern gestorben sind, hat Solveig versucht, Ersatzmama für Sven zu spielen. Es ging auch ganz gut am Anfang und dann wurde sie auch noch schwanger. Von wem? Ich war nicht dabei.